Hey, hallo, herzlich willkommen zu meinem ersten Eindruck zu Moonlighter. Einem Action-RPG mit Roguelike-Elementen, bei dem man, so wie ich es verstanden habe, einen Shopkeeper spielt, der einerseits seinen eigenen Laden pflegen und logischerweise Sachen verkaufen muss, aber gleichzeitig auch in Dungeons geht, um neue Gegenstände nun mal bekommen zu können. Bevor wir uns das gemeinsam jetzt hier angucken, möchte ich ganz schnell nochmal ins Optionsmenü gehen, denn da sind so ein paar Sachen, die ich einfach ansprechen möchte. Als erstes die Sprache, Standard auf Deutsch, aber es gibt so einige Sachen, die man auswählen kann. Interessant ist nur, wenn man zum Beispiel in diesem Startmenü sich befindet, ich sag mal ganz kurz, was ich damit meine, man kann nämlich hier mit B einfach nochmal so zurückgehen, wird irgendwann hervorgehoben, hey, du kannst eine Taste drücken, um hier voranzurücken, falls es wirklich Leute gibt, die nicht realisieren, dass man hier was drücken muss, um das Ganze zu starten, wird es mir weiterhin auf Deutsch angezeigt. Könnte daran liegen, dass man die Sprache angepasst hat und nicht das Spiel wieder verlassen hat. Also das könnte sich in der Zukunft vielleicht nochmal ändern. Emotionen sind möglich, Text-Speed, aber auch hier zum Beispiel Difficulty ist sehr interessant. Cannot change my dungeon und Standard ist es auf Hard eingestellt. Und dann gibt es Very Hard und Normal als Alternative. Ich denke, für unseren Ersteindruck lassen wir das einfach mal auf Hard und gucken, was sich dahinter verbirgt. Grafiken sind relativ übersichtlich gehalten. Es gibt leider kein Borderless Fullscreen. Es gibt also nur Fullscreen oder Windowed Mode. Sound ist ebenfalls relativ wichtig hervorzuheben. Standard ist alles auf 4 gestellt. Und selbst als ich das Ganze jetzt auf 1 runtergeregelt hatte, war das immer noch zu laut. Also ich musste auch nochmal auf den Windows Mixer zurückgreifen, um das Ganze so ein bisschen passend für mich und logischerweise auch für euch zu machen. Ebenfalls gibt es die Möglichkeit, Musik einfach an- und auszuschalten, wenn man das möchte. Und hier unten sieht man zum Beispiel auch Dialoge, aber das finde ich so ein bisschen schade, dass man gar nicht einhören kann. Das machen gewisse Spiele richtig gut, dass wenn man das hier zum Beispiel anpasst, dass so gewisse Elemente einfach hervorgehoben werden als Preview, auch wenn sie hier vielleicht gar nicht wirklich auftauchen würden. Das ist hier so ein bisschen unklar, was sind Dialoge genau und wie laut die sind, das müssen wir einfach mal gemeinsam herausfinden. Ebenfalls, zu guter Letzt haben wir noch Controls. Da wurde auch schon hervorgehoben, dass Controller empfohlen wird. Und ich würde einfach mal ganz kurz hier schnell rüber gucken. Will, ich gehe mal davon aus, das wird unser Name sein. Main Attack, Pendant Shortcut, Secondary Attack, Inventory Change, Roll, Use Potion. Okay, das klingt halbwegs in Ordnung. So, wir haben mehrere Spielstände. Das ist immer sehr schick zu sehen. Und zwar gleich 5 von denen. Und dann New Game. Select the type of New Game you want. New Game, Normal und New Game Plus. And available want to beat the game. Okay, nicht allzu viel Auswahl, aber hey. Nochmal Schwierigkeitsgrade hervorgehoben mit Normal for players who want to focus on the story. Hard, original difficulty level created by the developers recommend for most players and very hard for players who want a combat challenge. Press A to continue. Alright. Okay, und damit sind wir dann auch schon im Dungeon gelandet. Wir bekommen einen Hinweis, wie das Spiel funktioniert. Wir sind tatsächlich Will von dem Shop namens Moonlighter. So. Gucken wir mal so ein bisschen. Oben links ein Geldsack mit Geldanzeige drunter, HP daneben. Wir haben LT zum Rollen und RT tut aktuell gar nichts. Wir haben A. Okay, das tut aktuell auch noch nichts. Aber vielleicht sollen wir einfach erstmal weitergehen. Ja, jetzt wird hier das nochmal vorgehoben. Und auch hier, lustigerweise, gibt es ein System, wie jetzt erst vor kurzem bei End of the Gungeon miterlebt, wo man über Sachen wie Klippen oder freie Bereiche rüberrollen bzw. springen kann. So. Und da haben wir also auch die Möglichkeit, an Gegnern so vorbeizukommen. Und logischerweise Projectiles ebenfalls.
So, A zum Angriff, RT, um wiederum HP herzustellen. Vor allem, wir sind wirklich in das Dungeon mit einem Mob gegangen, ey. So, hier sind so einige Sachen, die man hier gewinnen kann. Also sollte ich vielleicht einmal ganz kurz alle kaputt machen. So, dann haben wir gleichzeitig Zeug bekommen. Interessant ist zum Beispiel das ganz kurz mit... Okay, wir haben zwar die Möglichkeit, hier jetzt das Inventar-Icon zu sehen, aber wir dürfen es auch nicht öffnen. So, dann haben wir die Möglichkeit mit der anderen Taste, nicht nur aufladen, sondern auch einen Charge Attack daraus zu machen. Okay, und das Schöne ist, mit der Charge Attack habe ich es dann geschafft, in das Ding reinzurennen und dabei selber noch Schaden zu nehmen. Also das war nicht die cleverste Idee meines Erachtens. So, auf jeden Fall, nachdem wir die Slimes besiegt haben, sieht man hier oben, das Ganze ist dann geöffnet worden. So, und dann haben wir hier Zeug, Water Lamp. Und dann gucken wir mal, Grab oder Hold to Grab Stack, Back Close, Quick Move All, Quick Move Sword. Okay, also man könnte das hier alles nebeneinander legen. Whitestone, Water Lamp, Foundry Rests. So, jetzt will ich mal gucken, wenn ich... Wow, okay. Ich weiß noch nicht, was RB wirklich tut. Ist das wirklich schneller? Gefühlt nicht. Aber dann kann ich sagen, einfach alles rüber. So, auch hier schon interessant von Anfang an zu sehen. Man hat 5 Slots, die man direkt an sich scheinbar trägt. Und dann nochmal 2 weitere Reihen mit jeweils 5 Slots, die in dann dem Backpack sein sollen. Was das genau bedeutet, ist eine andere Frage. Man kann die interessanterweise auch jederzeit wieder öffnen, wenn man möchte. Waterlamp Broken Sword. Okay, da sieht man das, was wir schon hatten, wird da weiter gestackt. Ansonsten geht es in den nächsten Bereich über. So, meine Frage ist, sollte ich jetzt hier schon heilen? Naja, vielleicht nicht. Oh boy, hi. Wow, okay. Okay, ich habe das Gefühl, dass wir das hier nicht überleben sollen. Vor allem, wo ist meine Waffe hin? Hallo? Also, das habe ich jetzt nicht verstanden. Aber das scheint Absicht gewesen zu sein. Also, entweder können Waffen wirklich kaputt gehen. Aber auf einmal keinen Wischmob mehr zu haben, hat natürlich mir extremst die Reichweite im Kampf genommen. What a sorry looking kid. All alone now. Rest for a bit, Will. I have you now. Even as a mere child, barely able to walk, you were curious of the dungeons. Aha. Da gibt es also gewisse Aufzeichnungen, die er gemacht hat. Research. There's no doubt you carry the same obsession as all paid. Morning, boy. Did our little merchant bite off more than he could manage? Sonderweise, dass man nicht das Wort Schuh nutzen wollte. Well, listen to me. The hard truth is this. You are the last of your family, the only one left to run Moonlighter. You can't keep pushing yourself like this. Risking your life on the fifth door nonsense is foolish. Just leave it. Find some artifacts, then use your pendant to get out of the dungeon. And for Kratos' sake, stop using that broom of yours, you daft boy. It's dangerous to go alone. Take this. It's mine from back in the day. Use it. I have little need for it now. Okay. Waffe und Schild fliegen einfach zu ihm hin. Now then, get up. You are wasting light. Can't have you neglect the job all day. Let's see if I can get through your hard head some of the tricks that I picked up from your grandfather so many, many years ago. Okay, unser Broomstick ist jetzt wieder hier. Den können wir zum Beispiel hier so überhaupt nicht einsetzen. Und interessanterweise, wir haben ein Inventar wieder. Das sind wir verloren alles. Successfully selling your merchandise takes a knowledge of two things.
You must know an item's value as well as its demand. Come now, open the shop up and allow the customers in. Hold to open. Did you see that? The best expression you can hope for. The item wasn't too expensive for them, and not so cheap for you to lose profit. Woher weißt du den zweiten Punkt? Be sure to pay attention to your customers' expressions. That's how your grandfather always knew if his prices were fair. What? Nun, den nächsten würde er jetzt logischerweise nicht kaufen. Hey, it's Jesse Cox. I don't think I need to tell you how that item was obviously overpriced. Nesnund? Finally, be careful of selling a popular item too much. If you flood the market, you will have to offer cheaper prices on your wares. Point is, charge higher when something is in high demand and in low supply. Take out your merchant notebook. It should hold all the information you have gathered on the undiscovered wares and artifacts. So, schön, dass es ein bisschen hervorgehoben wird, wo man hingehen muss. So, the crystallized energy. Ist das, was wir jetzt gerade ausgewählt hatten? Kurzzeitig. Jetzt ist er irgendwo anders hingesprungen. What? Super. Would seem the sun has fallen for the day. I best head off. You will pick up more on your own. Restoring this shop to its full glory? That responsibility falls to you, not I. It's in your blood. Will make us proud. In the meantime, why don't you try out that new sword of yours? Dungeons are more perilous at night, but one can always find better artifacts. Just don't dive too far and use that pendant, boy. Go on now, these very bones of mine must rest. Okay, also auf den ersten Blick würde ich wirklich beschreiben, dass alt restet hier in einem anderen Grafikstil. So, ich will jetzt ganz kurz nochmal hier rüber gehen, denn das wurde mir jetzt nicht so schnell... Oh boy, muss man hier wirklich alles einzeln durchklicken, um zu dem zu kommen, wo ich hin möchte? Unten gibt es nur Back and Close als Möglichkeiten. Da oben sind weitere Kartenreiter, aber ich habe keine Ahnung, wie man die erreicht. Oh boy, ist das wirklich nicht schneller machbar? Ja, scheinbar doch. Golem Forest Desert Tech? What? Inventory Wishlist. Ich wollte doch jetzt eigentlich nur gucken nach dem einen Gegenstand, den ich gerade verkauft habe. Hm. So, auf jeden Fall. Gucken wir uns auf Rich Jelly an. Selling and Reactions. Okay, wir haben einfach keine Ahnung aktuell, wie die Stimmung da ist, aber das freundliche Gesicht wird farblich grün hervorgehoben. Warum auch immer. A jelly-like substance with many curative properties can be extracted from the various slimes essential in brewing potions. Wie die anzumerken, ist der Textscroll von alleine etwas, was ich so überhaupt nicht leiden kann. Gerade wenn da mehr Text ist, man wird auf einmal gezwungen, das Ganze irgendwie zu überspringen. So, meine Frage ist, ich habe den Broomspear aber trotzdem in Auswahl. Also, ich kann hier zwischen dem ersten und dem zweiten Text wechseln. Achso, vielleicht war das, was ich gemacht hatte. Weil ich vermutlich die Dodge-Taste drücken wollte, aber dann die Waffenwechsel-Taste gedrückt hatte, was dazu führt, dass ich nur noch die Fäuste hatte. So, wo zum Kuh muss ich jetzt hin? Hier ist ein Schild. Dungeons. Alright. Dungeon Entrances. Kann ich die irgendwie kaputt machen? Jo, nicht alle, aber immerhin. Golem Dungeon. Dungeon available to Merchant and Heroes. Schau mal, mehrere, wenn man da oben die anderen Schilder sich anguckt. Ansonsten eine weitere wichtige Sache, die man durchaus anmerken sollte. Und hier sind Ladezeiten dabei. Nicht unendlich lange, zum Beispiel die war kürzer, aber gerade, als man aus dem Dungeon rausgeworfen worden ist, weil man da besiegt worden ist, da das hat schon ein bisschen länger gedauert. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich die Ansetzung der Steuerung nicht ganz nachvollziehen kann. Denn zum Beispiel auf A normalen Angriff zu haben, fühlt sich richtig merkwürdig an. So, dann haben wir B, das ist das Pendant. Ich gehe davon aus, dass das man nutzen soll, um raus zu teleportieren. Ja, also,
Das Kampfsystem fühlt sich nicht allzu prickelnd an. Weil zum Beispiel das Fiese ist, man kann halt auch zum Beispiel schräg laufen, aber Angriffe kann man nicht schräg setzen. Angriffe sind wirklich nur in vier Richtungen. Zumindest mit diesem einen Schwert jetzt. Deswegen ist es sehr schwer, einfach hier versuchen, den Kollegen anzugreifen. Das also dazu führt, dass man eigentlich nur Hit-and-Run-Techniken einsetzt. Zumindest jetzt hier mit dieser ersten Waffe, die ich habe. Okay, dann auch gleich zu sehen, dass die Monster nicht von ihren eigenen Attacken beeindruckt werden. Und weil sie zum Beispiel das Zeug... Ah, super, da sind Steine im Weg. Man kann dann wiederum auch schräg rollen. Okay, also Movement scheint relativ frei zu sein. Angriff oder Kampfsystem eher weniger. So, meine... Warum kann ich zum Beispiel jetzt nicht freischnauze mein Inventar öffnen? Das habe ich so überhaupt nicht verstanden. Denn wir haben nur 20 Slots. Das muss doch eigentlich heißen, dass wir irgendwann in das Problem kommen werden. Dass wir nicht genug Platz mehr haben. Wenn wir Pech haben. Und ich bleibe ruhig dabei. Ich versuche immer mit X meinen normalen Angriff zu machen. Was interessanterweise in dem Fall ein Schild ist. Also nicht alles ist immer eine stärkere Heavy Attack oder ähnliches. So, was haben wir denn hier? Ein bisschen ungesund, ein paar Leute. Und sonst muss ich... Also ich habe gerade zum Beispiel den Stock überhaupt nicht wahrgenommen. Erst als er dann auf mich zugeflogen ist. Das ist ein bisschen untergegangen. Du, Person of Hope for Leap, war better luck than I. My time is short. I took injury from the strange creature across the room. My pendant all but shattered from the scuffle. Check him out, though. I would say I fared better than he. He caught me spying on him near the guardian's room. He dropped a couple items when he fled. One of which is this map? A diagram? Whatever it is, I was right. They called me crazy, said old Crazy Pete had gone and lost his marbles. But I was right. Each guardian of the dungeon must possess a key of sorts, all of them linked to that giant locked door outside the dungeons, the fifth floor of Rionoka. Sadly, I won't be able or won't be around to see the door open. To whoever found me, I apologize for the smell, but the diagram should be around here somewhere. Please open the fifth door. The dungeons, or these dungeons, are not what they seem. So, und habe ich das jetzt aufgesammelt, Fragezeichen? Big boss gonna kill me. I supposed to let them out. Now I have to chase this weird creature that stole my stuffs. Ah, big boss gonna be so upset with little me. Okay, also tatsächlich sind das vier Dungeons, alle mit einem Schlüssel. Alles cool, hi. So, also hier muss ich weiterhin sagen, ich hätte es besser gefunden, wenn gerade die Tutorials vielleicht ein bisschen mehr Text dabei hätten. Okay, wir haben also zwei Coin-Symbole von 5 mit Pendant. Wenn man 5 hat, dann kann man das Pendant vielleicht scheinbar erst einsetzen. Interessant. Und wie kriege ich die Dinger? I don't know. Oh, und ich komme ja auch nicht raus. Dann müssen wir den Tutorial-Weg rausnehmen. Escaped with Pendant. Jetzt bekommen wir eben einfach nur eine Übersicht. Was haben wir gemacht? Wen haben wir besiegt? Was haben wir bekommen? Okay. Oh, mittlerweile ist schon wieder Tag. Wie viele alte Leute hier rumrennen. Ah, the young proprietor of Moonlighter has returned. Moonlighter, warum? You look intact. Finally learned to use that pendant properly. It's about time, boy. What are you holding? Is that a chart of the dungeons? Where did you get this? You found old Pete? Dead. See, this is what happens when you chase what's behind that door. Leave it, Will. Just get the artifacts you need from the Golem Dungeon. And look after Moonlighter. Now, I noticed some posts on the town board that may interest you. Some shops want to move in, attempt to revitalize this town. Apparently they need some startup capital first. Would be nice to see some new life in Rinoka. Nice indeed. Okay, also der Hinweis sein, dass wir uns das jetzt angucken sollen. Nur habe ich keine Ahnung. Ah, ich wollte schon sagen. Keine Ahnung, wo das ist, aber das wird hervorgehoben. Sehr gut. So, vorher will ich trotzdem mal ganz kurz gucken, was das ist. Golem Turret. What? Achso, die kann man hier scheinbar irgendwie fangen? Das ist natürlich interessant. Fangen und da ausstellen.
Investments, Town oder Shops? Town. So, und dann haben wir jetzt hier die unterschiedlichsten Nasen, die scheinbar irgendwas öffnen möchten. Das ist natürlich interessant. Ist zwar alles schweineteuer, aber interessant. Shop. Oh, da kann man wirklich viel Geld ausgeben. Holy moly. Items sold in this sale box will have a 75% discount. Warum würde ich da freiwillig Sachen reinwerfen wollen? Iron Cash Register. This usual cash register will entice customers to add an extra percent or extra 10% tip when paying. Sure. A comfortable new bed that will grant adventurers extra health. Extra space in your items. For your items. Okay. Okay, also wir könnten hier irgendwann neue Leute hinzufügen, aber wir haben einfach nicht das Geld dafür. Deswegen, das ist wiederum merkwürdig. Ich dachte vielleicht als, oh, du kriegst einen für 100 oder ähnliches. Boy, town has seen better days when your grandpa first opened Moonlighter. People from all over the lands would come to visit the shop. The hustle and bustle was constant, but now he's dead. So, meine Frage ist jetzt natürlich... Jetzt habe ich hier allerhand an Dummbatzzeug bekommen. Was mache ich damit? Also aktuell kann ich im Endeffekt 4 Sachen verkaufen. So, und jetzt ist natürlich hier meine Frage. Ich kann zum Beispiel hier, mit dem haben wir ja gesehen, der ist aktuell zu teuer. Kann ich von hier aus, ich kann von hier aus das öffnen. Sending and Reactions. It would appear the energy searching through a golem crystallizes upon its destruction. Could we hunt this power somehow? So, also 170 ist bäh, 100 war zufriedenstellend. Aber es gibt noch eine Stelle weiter oben. Meine Frage ist halt, sehen wir da jetzt irgendwie einen Kaufs- oder Verkaufspreis? Denn es hieß ja, oh, du hast immer noch Plus gemacht. Woran sehe ich das? Also ich bleib dabei, das ist immer noch ein bisschen merkwürdig zu steuern. Woran sehe ich, was der Wert dieses Gegenstandes ist? Wenn er behauptet, ich hätte Gewinn gemacht. Im Endeffekt, wenn ich hingehe und sage, ich verkaufe das für 10, warum nicht? So, jetzt wurde es automatisch auf 100 angepasst und ich kann wirklich hingehen und das freischalten. Okay, dann probieren wir doch einfach mal 95. Aber mal zu gucken, aber was auch mal mit 90. Einfach mal herauszufinden, ob das vielleicht diesen noch besseren Wert erzeugen kann. So, und dann würde ich sagen, nehmen wir mal Iron. Ja, genau, einen. Okay, gedrückt halten, schmeißen uns alle entgegen. Ist wirklich das Limit 10? Also, wie immer, Stack Limits. 10 ist nicht genug. 100 ist vielleicht schon eher so eine Richtung. Deswegen hier zu sehen, dass ich Roots dreimal hier habe. Okay, jetzt ist natürlich meine Frage. Und das ist wiederum eine Sache, die ich ganz gut finde. Zum Beispiel, man hält hier unten über diesen Crystallized Energy rüber und dann geht er gleich bei dem Buch auf den Punkt hin. Und das gleiche ist bei den Iron Bars. Iron, fairly basic, but the very cornerstone of any mid-tier equipment one may wish to craft. Ja, ist jetzt aber wirklich der Witz, dass ich einfach Rätsel raten muss? Das ist natürlich extremst dumm. Deswegen, du willst jetzt definitiv eigentlich nicht 9 von denen verkaufen. Du willst einen von denen verkaufen, um ein Gefühl dazu für gewinnen. Deswegen, ich mache jetzt einfach mal 50. Keine Ahnung, ist 50 in Ordnung? Ein Ast. 10? Also, das missfällt mir gleich von Anfang an, muss ich ganz ehrlich zugeben, dass man so überhaupt keine Ahnung hat. Deswegen, einerseits ist es zwar richtig, aber halt nachvollziehbar ist es nicht. So, und jetzt meine Frage. Jetzt habe ich das hier gemacht. Ist das jetzt mehr oder weniger wie bei Reset hier, dass ich jetzt hier den Laden öffne und damit den Tag starte? Who knows? How to open. Okay. Die Button-Prompts werden hervorgehoben, aber so wie ich da stand, konnte ich das nicht öffnen. So, jetzt kommt die hier hin. Die Leute. Okay, die für 90, da wussten wir, das geht gut. Jesse Cox findet die Sachen wiederum nicht schön. Und wir verkaufen es natürlich. So, und jetzt sieht man im Endeffekt, der Kollege ist da angetanzt und hat uns ganz klar gesagt, nope, das ist alles Schrott. Und deswegen, das hätte man jetzt erstmal irgendwie ahnen sollen oder wie. Keine Ahnung. Deswegen, da haben sich Leute das definitiv angeguckt gehabt, aber...
Okay, hier wurde zum Beispiel für 50 das als viel zu teuer eingestuft. 30? Und dann machen wir hier mal vielleicht 5 draus. Und machen wir mal hier 20. Ist das besser? Sie war nicht wirklich davon angetan, kauft es aber trotzdem. Mein Glück, I guess. Also das Shopping-System missfällt mir, muss ich ganz ehrlich zugeben. 10 ist zu viel, 5 wurde scheinbar auch so ein bisschen ignoriert. Ernsthaft, gibt es hier keine Ansage? Also überhaupt nichts? Deswegen, ich habe das Gefühl, mir fehlt irgendwas. Irgendwas übersehe ich, irgendwas ist mir nicht klar. Aber das scheint zu sein. Man weiß, 10 ist zu viel, 5 wurde jetzt scheinbar auch nicht angerührt. So, das Interessante ist, neue Leute tauchen auch auf. Man sieht zum Teil auch, was sie haben wollen, womit ich nicht aushelfen kann. So, 3 scheint ein richtig guter Preis zu sein. Dementsprechend, der alte Mann kauft jetzt einen Stock. Mein Glückwunsch. 20 ist immer noch zu viel. Also da scheint auch irgendwie kein System dahinter zu sein, dass man irgendwie Loyalität aufbauen muss, scheinbar à la Resetier, oder es täuscht zumindest am Anfang. Who knows? So, jetzt hat er sich 3 zum Beispiel gemerkt gehabt. Dementsprechend, ich gehe jetzt mal auf 5 hoch. Und wir gucken einfach mal, wo sich das jetzt damit hinbewegt. 10 ist immer noch zu teuer. What? Und warum kosten die Stöckchen... Achso, da wird der Gesamtpreis angezeigt. Das ist natürlich ein... Heißt es, dass die Person dann gezwungen ist, alle 4 zu kaufen? Das ist natürlich dann extremst dumm. Also auf jeden Fall... Selbst der Preis ist zu hoch. What? Okay, also die nimmt wirklich alle 4. Okay, wunderbar. I guess. Okay, dann schmeiße ich jetzt mal... Oh, dass man das wirklich gedrückt halten muss, finde ich ätzend. So, dann machen wir mal ein Stöckchenmarkt auf. Weil man kann ja nicht mehrere Sachen stacken auf eine ernsthafte Art und Weise. Deswegen, das Fiese ist, man hat halt keine Vorstellung, wie selten ein Gegenstand ist. Ist Foundry Rests gut? Ist es das nicht gut? I believe this is the remains of an old foundry. If the golems are created, what created them? Dementsprechend, man ist eigentlich fast dazu gezwungen, konstant darauf zu warten, zumindest jetzt am Anfang, dass man sagt, okay, ich weiß nicht, was es wert ist. 100? 1000? Einfach nur, damit man nicht in die Gefahr läuft, dass auf einmal vielleicht ein Gegenstand dabei ist, der... richtig gut ist, aber man viel zu wenig dafür verlangt. Das ist richtig schwer zu bezeichnen. Deswegen, ich probiere es einfach. Jemand Lust, diesen Stock, diesen Restbrocken da irgendwie für 1000 zu kaufen? Ich weiß nicht, was der wert ist, also muss ich das einfach versuchen herauszufinden. Okay. Noch sind sie bereit, Geld für die Stöckchen auszugeben. Okay, also 1000 ist da zu viel. Ja, aber halt, das ist ja irgendwie einzustufen. Wo ist das jetzt richtig? Ist richtig schwer. Deswegen, ja, das ist zu viel. Das war von Anfang an mir auch klar. Aber ohne irgendwie sagen zu können, oh, das ist selten oder irgendwelche Vergleichswerte zu bekommen. Bist du einfach geschissen. Deswegen, 100 könnte jetzt viel zu wenig sein. Das ist scheinbar einfach viel zu wenig. Aber ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, woran man das messen soll. Wir haben Sachen verkauft, hooray, aber... Also das hat definitiv nicht die gleiche Qualität wie Resetier. Weißt du, hier hatte man sich bei Weitem besser gefühlt, wenn man so ein bisschen das Niveau verstanden hat, wie man Sachen verkauft. Vielleicht ist hier zugegeben auch noch ein bisschen mehr dahinter. Und nach oben ist noch eine andere Anzeige. 15 Leute waren drin, aber kein Dieb? Fragezeichen?
So, jetzt haben wir aber immer noch verdammt viel Zeug herumliegen. Kann ich das jetzt einfach in unsere Truhe hier legen? So, wenn ich jetzt sage, Quick Move... No, Quick Move All. Okay, damit wurde alles rübergeworfen. Gut. Ja, da wurde auch das nochmal angeguckt. Jupp. So, und jetzt die Frage, wir wollen ja eigentlich nicht ins Bett gehen. Warum gibt es eigentlich noch eine Truhe? Okay, das ist einfach wirklich nur eine weitere Truhe. Aha. So, interessant ist zum Beispiel auch das Inventar. Achso, hier ist das Inventar, hier sind die Sachen, die wir wiederum nutzen. Und ich würde fast wieder sagen, ich würde den Broom eigentlich gar nicht haben wollen. Oh, okay. So, bis jetzt wirklich der Witz, dass man am Tag versuchen sollte, Sachen zu verkaufen und nachts dann ins Dungeon zu gehen? Das riecht so zumindest danach. So, und da sieht man, die anderen Sachen sind zum Beispiel immer noch zu. Only for Heroes. Mhm, wir zählen also nicht dazu. Und back we go. Oh boy. Wow, ja, also das Kampfsystem fühlt sich nicht wirklich gut an, muss ich ganz ehrlich zugeben. Gerade vor allem, weil man immer so das Gefühl hat, man muss mit jedem Angriff sich dann wieder zurückbegeben, um sich neu zu positionieren. Ja, dann bekommt man hier dieses ganze Kleinzeug, wo man ganz echt zugeben muss, man möchte das eigentlich gar nicht verkaufen. Vielleicht gibt es Möglichkeiten, dass man daraus Sachen craften kann? Why do our tools keep disappearing? Chambers full of precious stones are left untouched. But rooms and chests holding our most basic tools keep vanishing. Keine Ahnung, was das genau uns sagen soll, aber hey, man kann sich hier heilen. So, das sind Steine. Ich bin schon fast wieder frage, ob man die irgendwie mit Bomben zerstören kann oder ähnliches. So, auf jeden Fall muss man sich dann auch so ein bisschen angewöhnen und vielleicht herausfinden, was man zerstören kann. Vasen scheinbar zählen dazu. Oh boy, hi. Wow, okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dass er so einen Schlag drauf hat. Wow, ist so einfach getroffen zu werden. Holy shit. Also da ist nicht viel Tell dabei, muss ich ganz echt zugeben. Deswegen auch hier die Rolle. Man versucht eigentlich dem... Oh, ich habe die Waffe gewechselt, ohne das mitzubekommen. Great. Ja, also, es fühlt sich alles nicht wirklich gut an. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Deswegen, und jetzt bin ich hier in dem Dungeon gewesen. Und habe alles verloren, Fragezeichen? Play again. Okay, also das, was ich an mir hatte, behalte ich, aber das in meinen Koffer wiederum nicht. Warum? Okay, und ich kann einfach neu laden? What? Das ist eine Entscheidung. Deswegen, dass man da so ein Tag-Nacht-System hat, aber dann trotzdem neu laden kann? Das ist mir noch nicht ganz klar. Jedenfalls muss ich ganz ehrlich zugeben, dass die Monster sehen nicht gut aus. Ich weiß zum Beispiel nicht, was das sein soll. Ein laufender Mini-Tannenbaum? I don't know. Oh, das ist eine Kiste. Die Kiste habe ich so überhaupt nicht wahrgenommen. Danke. Artifact must be placed to the left or right of bag. What? Sort by culture cursed. Das habe ich jetzt überhaupt nicht. Artifact must be placed to the left or right of bag. Sturdy but rough to the touch. Imagine someone would want to use this as a creation of decoration. Warum wird das nicht automatisch hier... Okay. Die Logik gibt sich mir überhaupt nicht. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin extrem überrascht, wie mir das Spiel so überhaupt nicht zusagt. Aber da habe ich auch so gefühlt, dass mir vielleicht so ein oder zwei Tutorials vielleicht fehlen. Man sieht auf jeden Fall natürlich auch gleichzeitig, das hat so ein bisschen ein Binding of Isaac-Geschmack, so wie halt die Level von der Perspektive sind und wie die Level aufgebaut sind, aber
zum Beispiel hier, die Steine, die habe ich am Anfang überhaupt nicht gesehen. Einfach weil sie von der Farbe zu sich ähnlich dem Boden sind. Das ist etwas, was bei The Binding of Isaac kein Problem ist. Weil es farblich bei weitem besser gehalten ist. Artifacts must be placed to the left or right of back. So, das heißt also... Also, ich bleibe dabei, dass die Steuerung ebenfalls sehr merkwürdig durchdacht ist. Also da persönlich würde ich fast sagen, dass man gerade sowas wie Rollen... Na, es geht auf den Trigger-Tasten, so ist nicht. Aber gerade sowas wie Normalattacke, Starke oder Alternativattacke, die sind merkwürdig angeordnet, dass auf B das Amulett liegt. Ebenfalls auf Y das Inventar. Also hätte ich vielleicht gesagt, dass man vielleicht sowas wie Start und Select hätte über... Okay, Select ist Karte. Okay, und jetzt taucht schon wieder hier dieser Big Boy auf. Das viel zu früh ist, weil... Ja, und schon wieder. Die falsche Taste gedrückt, um zu dodgen. Das Dodgen fühlt sich nicht gut an. Die Art und Weise, wie der Gegner seine Attacken einsetzt. Deswegen, man sieht, ich rolle. Rolle aber total zum falschen Zeitpunkt. Klar, es ist mein Fehler, aber halt... Man hat das Gefühl, oh, der will jetzt hier zuschlagen. Aber in den meisten Fällen rollt man dann halt... vor einer falschen Sache weg. Und dann ist das nicht die Taste zum HP wiederherstellen. Also die Anordnung empfehle ich sowas von anzupassen, wenn man das Spiel wirklich sich überlegt zu holen. Denn auf rechten Trigger Heilung zu haben, ist keine clevere Idee. Ja, und man kommt nicht dazu, Schaden anzurichten. Einfach weil man wirklich super nah an diesen Gegner rangehen muss. Also da würde ich mir schon fast wieder hoffen, dass man irgendwie eine Pistole hätte oder Tränen, die man einsetzen kann. Aber so hier... Oh boy. Ja, man kann, wenn man ein bisschen aggressiv vorgeht, einfach an dem immer vorbei dodgen, aber... Puh. So, damit habe ich bereits das zweite Level erreicht. Hatte ich irgendwelche Möglichkeiten, irgendwo anders hinzugehen? Also, ich gehe jetzt hier ganz bewusst raus. So, und das ist auch etwas, was zum Beispiel nicht mehr erklärt worden ist. Und zwar, ich habe gerade Geld verloren. Vielleicht sollte das Tutorial sagen, dass man 5 Münzen zahlt? Aber warum wurde dann 2 Münzen in dem einen Tutorial angezeigt? Waren 2 Münzen dann 5 Münzen? Verstehe ich nicht. Vielleicht ist wirklich der Witz, dass man halt 5 Münzen haben muss, um den Teleporter nutzen zu können? Wurde nicht erklärt. Also, erster Eindruck ist sehr enttäuschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Shopping-System wirkt nicht durchdacht, das Kampfsystem fühlt sich nicht gut an, viele Tutorial-Elemente wurden nicht wirklich ausreichend erklärt. Das System ist interessant, aber man hat so das gerade hier das Gefühl, oh, geh doch mal dahin und dann kannst du hier nichts machen? Ist eine merkwürdige Sache. Aber man kann einfach hier zwischen den beiden noch hin und her schalten. Immerhin. Warum ist Y die Close-Taste, wenn man auch B nutzen kann? What? Warum gibt es 2 Tasten, um zu schließen? Also, zum Beispiel auch hier Tutorial komplett undurchdacht gefühlt. Einfach weil, man kommt hier hin, man hat von Anfang an vor dem Tutorial kein Geld. Und dann sagt er, hey, geh dorthin. Und dann kann man hier nichts machen. Deswegen hätte ich verstanden, wenn man sagt, oh, man kann vielleicht den ersten wenigstens kaufen oder ein Upgrade, irgendwas. Also, das ist ein Spiel, was ich mir vermutlich noch mal ein bisschen weiter angucken werde. Einfach um zu gucken, was das Spiel noch zu bieten hat, aber... Der Anfang ist abschreckend, wirklich, wirklich abschreckend. Man weiß nicht, für was man Zeug verkaufen soll. Deswegen, die eine Sache, die wir verkauft hatten. Und jetzt vor allem nach dem Zeug zu suchen. Wo, was hatte ich verkauft? Wir hatten es, glaube ich, für 1000 versucht gehabt. Was wäre richtig gewesen? 500? 52? Ist Rätselraten, ist reines... Moment. Hier wird zum Beispiel jetzt was hervorgehoben. Da, 250 mit irgendeinem Symbol, was auch immer es sein könnte. Ich weiß nicht, was es ist, aber... Das soll der Geld sein. Das soll das Geld sein. Also für 250 soll man die verkaufen. Das ist aber dumm. Das ist ein richtig dummes System dahinter. Bei anderen RPGs, da ist es der Fall, dass einfach bei jeweils dem Item hervorgehoben wird, was deren Preis ist. Klar, das ist jetzt hier so ein bisschen natürlich eine andere Herangehensweise, dessen bin ich mir bewusst. Zum Beispiel, warum sind jetzt hier die 3000er? Zum Beispiel, hier gibt es eine Möglichkeit... Okay, hier kann man auch Geld sortieren. Heißt also, das Zeug ist maximal 1 wert, aber ich habe das Zeug für 3 oder 5 verkauft. Hä? Also, man hat eine gewisse Orientierung, man muss sie nur erstmal finden, denn kein Schwein erklärt einem das. Also,
Ich verlange von dem Spiel nicht, dass es mich von Anfang zum Ende an der Hand hält. Es muss kein Nintendo-Spiel sein. Aber halt so grundlegende Sachen. Deswegen, weil du siehst zum Beispiel hier. Hier ist ab 1 ein Goldstück oder was auch immer das ist. Aber dann kommt das Ding auf, was wir für 100 aktuell verkauft haben. Hä? Also die Logik ist mir nicht gegeben. Dann haben wir jetzt für 250. Also die Waterlamp kann man für 250... Weißt du was? Das testen wir jetzt einfach mal. Wir hatten eine Waterlamp. Die will ich jetzt einfach mal für 52 verkaufen. So kann ich von hier... Oh no. Oh no. Ich kann... Ich muss also jetzt wirklich jedes Mal zu meiner Kiste hingehen, um zu entscheiden, was ich dann... Was ich bei mir haben möchte. Uff. Uff, uff, uff. Also da kein System zu haben, dass man einfach ein zentrales Inventar hat, sei es egal, was man an der Hand hat, in der Tasche hat oder in seinen Kisten, ist eigentlich etwas, was man erwartet. Hatte ich nicht eine Wasserflasche? Hier. So, jetzt nehmen wir mal eine Wasserflasche. Die bereite ich mal für morgen für 250 vor. Ich will einfach wissen, ob da irgendwie eine Logik dahinter steckt. Der Rest ist mir ja scheißegal, wenn man Tag hat, opfern von mir aus. So. Dann solltet ihr trotzdem gucken, vielleicht andere Sachen reinzuschmeißen. Okay, machen wir das ganz kurz. Aber das Fiese ist halt, man muss jetzt hier zum Beispiel sofort hingehen und sagen, okay, jetzt mache ich das Buch auf. Was ist das einzelne Wert? Okay, was ist das nächste Wert? Also, dass man hier nicht einfach einen Wert hat. Harden Steel und dann halt 52 oder ähnliches. Das würde das Ganze bei weitem angenehmer machen. Ja, und halt, dass man die Taste gedrückt halten muss, um alles aufzuheben. Oh boy. Also, da sind einfach so ein paar Entscheidungen getroffen worden, die ich nicht nachvollziehen kann. Und ansonsten haben wir irgendwie dieses Cursed-Zeug bekommen, wo ich nicht verstanden habe, warum das Zeug nur links oder rechts in der Tasche liegen darf. Wenn es hier drin dann wieder ganz normal liegen darf. Ne? So, aber zum Beispiel das Problem ist jetzt, guckt euch mal jetzt hier die Situation an. Sagt mir, wie viel das Ding wert ist. Denn ich muss ja jetzt ja hier suchen gehen, wo das einkategorisiert worden ist. Hier ist es in den Einsern. Jetzt gehen wir hier zu den 52ern über. Ist das wirklich der Fall? Muss ja, wenn oben links gesagt wird, 163 an Geldwährung haben wir. Und dann, wenn hier der 52 mit dem gleichen Symbol ist, dann muss das heißen, dass die Dinger mindestens 250 wert sind. Oder? Fragezeichen? Also, das habe ich nicht raus. Das habe ich nicht verstanden. So, wir haben jetzt Whitestone. Und deswegen, das Fiese ist, ich gehe jetzt hier hin, muss das platzieren und muss dann erneut nachgucken, wo hat sich das... Okay, das ist auch dort. Also probieren wir auch für 52 das zu verkaufen. Da sind wir jetzt mal steinhart in der Hinsicht. Dann haben wir hier ein Radiergummi. Harden Steel angeblich. Auch in der 52er Kategorie. Okay. 250. Weißt du was, wir machen bei dem mal 300. Einfach mal wissen, wo man sich das hier jetzt einstuft. So, dann haben wir jetzt hier... Achso, jetzt habe ich, glaube ich, Iron Bars, die ich schon verkauft hatte, ne? Okay, also da haben wir auch noch nicht den richtigen Preis gefunden, obwohl jemand bereit war, das zu zahlen. Was weiß ich, nehme einfach die ganze Latte. So. 30 war zu viel. Dann probieren wir doch mal... Weißt du was? Nee. Wir probieren nicht, sondern wir gucken. Das Ding ist in der Einser-Kategorie. Das heißt also... Vielleicht ist das der Witz, dass man sagt... Das, was ganz oben ist in der Einser-Kategorie, ist das günstigste. Und umso weiter man sich dann voranbegibt, umso teurer wird es. Das heißt also, wenn man sagt, okay, das ist dann halt 240 wert oder ähnliches. Dann sagt man, das ist 200 wert. Deswegen hat er da halt sich drüber gefreut gehabt. Das ist dann halt 150 wert oder ähnliches. Und man muss dann halt da wiederum so den Punkt finden, das macht oder gibt zu einem gewissen Grad mehr Sinn. Aber es wird halt einfach nicht erklärt. Und dementsprechend, wenn man das gar nicht realisiert, so wie wir am Anfang, dann ist es reines Rätselraten. Und dementsprechend ist auch nicht unbedingt die Logik, dass man sagen kann, oh, das ist immer 5 Mehrwert oder ähnliches. Also, das ist interessant, aber man muss dem Spieler meines Erachtens in einem gewissen Grad die Möglichkeit geben, einen Wert zu erahnen. Dass man sagt, oh, das könnte so und so viel wert sein. Ist meines Erachtens nicht gegeben. Und klar, man hat dann diese Popularität, wo man dann sagen kann, oh, man kann jetzt vermutlich mehr verlangen oder ähnliches. Aber selbst da, wie man gesehen hat, ich kann Iron Bars nicht für 5000 verkaufen, selbst wenn die Leute das haben wollen. Die Leute würden da nicht zubeißen. So, probieren wir es.
und gucken, ob das ist tot. So, hier sieht man, die Leute rennen jetzt natürlich sofort zu den Angeboten hin. So, 52 ist in Ordnung. Also das scheint so im Großen und Ganzen zu stimmen. Mhm, okay. Also da haben wir jetzt so ein bisschen verstanden, wie das funktioniert. Meine große Frage ist jetzt nur, ich kann zum Beispiel diese Radiergummi, kann ich ja scheinbar mit bis zu 10 Stück davon bekommen. Kann ich einfach wirklich konstant hingehen und sagen, okay, ich schmeiße einfach alle 10 dahin und jemand kauft den 10er Stack? Denn wir haben gesehen, dass wenn wir ein Stück an Holz haben, dann kaufen die das. Die gehen aber auch hin und kaufen 10 von denen auf einmal. Also ist es eigentlich grundlegend zu empfehlen, versuchen in großen Stacks zu verkaufen? Oder gibt es da irgendeine gewisse Logik, wo Leute tatsächlich dagegen sprechen? I don't know. Okay, und damit haben wir unser Zeug verkauft. Und können jetzt hier zumachen. Immerhin. Also, es ist nicht unmöglich, das System zu erlernen, aber ich kann niemanden übernehmen, der sich das anguckt und sagt, das tue ich mir gar nicht erst an. Warum sollte ich mich versuchen, da reinzufuchsen, wenn einem so überhaupt nichts erklärt wird? Woher soll ich wissen, was das jeweilige Zeug wert ist? Ja, und das ist natürlich so die große Frage. Gibt es hier irgendwelche Konditionen, die man erreichen muss, während man Sachen verkauft? Meines Erachtens nicht. Also das ist wiederum so eine Sache, die vielleicht im Vergleich zu Resetier ein bisschen angenehmer ist. Bei Resetier musste man halt Schulden abzahlen. Dementsprechend, man musste gut funktionieren. Und da war es dann natürlich dann wirklich sehr, sehr knackig, weil man realisieren musste, wie die Systeme funktionieren. Dass man nicht nur Sachen verkauft, sondern dass man auch gleichzeitig seinen Ruf mit den jeweiligen Kunden aufbaut, damit die wiederkommen und in der Zukunft bereit sind, mehr Geld zu zahlen. Und das scheint hier nicht der Fall zu sein, was ich meines Erachtens mal gar nicht so schlimm ansehe. Aber gleichzeitig muss man trotzdem sagen, das ist eine Sache, die man hervorheben muss. Denn im Endeffekt, wenn wir ganz ehrlich sind, wir sind ein Held mit einem Schritt mehr. Denn normalerweise, wenn man sagen würde, man spielt ein RPG oder ähnliches, man ist derjenige, der geht in den Dungeon, haut Gegner um, bekommt die Gegenstände und verkauft sie einfach. Wohingegen hier haben wir diesen extra Schritt, oh, wir haben unseren eigenen Laden, wo wir die Preise noch bestimmen müssen. Und das ist dann eigentlich auch nicht so interessant. Ob man jetzt sagt, oh, ich bin jetzt der Held, der einfach mein Schwert, das ich gefunden habe, für 100 verkauft. Oder, oh, ich muss jetzt hingehen, muss überlegen, was das wert ist. Muss herausfinden, oh, es ist nicht 52 wert. Ist es denn 200 wert? Oh, nee, auch nicht. Oh, ich kann es für 110 verkaufen. Es ist ein Schritt mehr, der interessant ist, aber vielleicht nicht gut genug umgesetzt. Und dementsprechend, meine große Frage ist, ob es sich da halt wirklich lohnt, hier sich so reinzufuchsen. Denn im Endeffekt, gucken wir mal ganz kurz. Wir haben jetzt zum Beispiel gesehen, oh, wir konnten das für 300 verkaufen. Das ist auch schön, dass ich in dem Buch selber nicht einfach auf die Gegenstände gehen kann, die hier nebenan liegen. Aber welcher Gegenstand war denn das? Wir haben auf jeden Fall einen unserer Gegenstände, ich glaube die Iron Bars waren das. Ja, und dafür muss ich natürlich jetzt erstmal hier wieder hingehen, um mir Iron Bars anzugucken. Also klar, ich könnte auch dahin blättern, aber das Buch ist viel zu umständlich. Haben wir gesehen, 20 war ein richtig guter Preis, 30 war ein schlechter Preis, also 25 wäre vielleicht der Idealpreis? Who knows, aber man muss auch hervorheben, Popularity ist aktuell auf Low. Mhm. Ja, aber halt, ist es wirklich wert, sich da reinzufuchsen? Ist es wirklich interessant zu sagen, oh, ich habe es für 20 verkauft, der mochte das und oder halt für mehr. Oder ob man einfach sagt, okay, ich gucke jetzt hier, okay, das kostet 52, 52 ist das Angebot. Oh, das auch, okay. Und dementsprechend, warum sollte ich da großartig herumspielen? Das ist so die große Frage. Klar, man kann so ein bisschen mehr Geld bekommen, aber was habe ich davon, ein bisschen mehr Geld zu haben? Denn wir sind zum Beispiel jetzt in dem allerersten Dungeon gewesen und ich habe nur einen Bruchteil von dem Zeug verkauft und habe relativ viel gut Geld gemacht. Also vielleicht wird es am Ende irgendwann noch ein bisschen knackiger oder relativ zeitig sogar, aber halt dieses komplette System fühlt sich so ein bisschen überflüssig an. Und es klingt vielleicht so ein bisschen fies, vielleicht wird es wirklich besser, aber halt bei Resetier, das ist halt wie gesagt vom Schwierigkeitsgrad und von der Herangehensweise ein bisschen anders, aber da war man nun mal gezwungen, Sachen zu verkaufen. Klar, man konnte auch das Spiel anders spielen, aber halt da war eine gewisse Aufgabe dahinter. Ich muss hingehen und mein Zeug verkaufen, weil sonst irgendwann ein Game Over automatisch kommt, wenn ich meinen Schulden nicht zahlen kann. Aber hier
bin ich wirklich ernsthaft gezwungen, diesen Laden-Aspekt anzugucken? Oder könnte ich das Spiel theoretisch mit dem, was ich habe, einfach durchspielen? Das ist ein interessanter Aspekt, aber ich bin nie grundsätzlich der Fan davon, wenn man sagt, man hat so Haupt-Gameplay-Elemente, die man komplett ignorieren könnte. Und ich gehe mir nicht davon aus, dass es ernsthaft der Fall wäre, aber halt gleichzeitig muss man trotzdem weiterhin fragen, ist es wert, sich da reinzufuchsen? Ja, und dann, ich denke, das große Problem ist definitiv das Inventarsystem. Es wird zum Beispiel nicht von Anfang an erklärt und Learning by Doing geht zu einem gewissen Grad in Ordnung. Vielleicht. Aber halt wird zum Beispiel nicht erklärt, was verliert man, was behält man. Gleichzeitig aber auch, warum muss ich Sachen irgendwie hier extra verstauen und warum kann ich die gerade in meinem eigenen Laden nicht aus meinem Inventar einfach dort sofort hin platzieren? Warum ist das Stacking Limit so niedrig? Scheinbar wirklich, weil die Leute nicht hingehen und von, sagen wir mal, 20 nur 5 kaufen, sondern gleich das Maximum. Also, da sind so, die haben sich mehr oder weniger eigene Probleme erzeugt und waren dann irgendwie gefühlt nicht bereit, die zu lösen auf clevere Art und Weise. Und dementsprechend muss man damit leben, dass sowas wie Wine dreimal vorkommt, weil da halt die nur in 10er-Stacks auftauchen. Ja, also, ich bin nicht angetan von dem Spiel. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich denke, das Shopping-System ist nicht gut, das Inventarsystem ist ein Problem. Interessanterweise, das Buch missfällt mir ebenfalls. Das Buch war sowas wie bei Enter the Gungeon zum Beispiel, was ich richtig, richtig cool fand. Und auch das hier sieht durchaus gut aus, aber die Navigation ist nicht gut und es fehlt an wichtigen Informationen, um das gescheit meines Erachtens einzusetzen. Und das Kampfsystem fühlt sich nicht gut an. Vielleicht gibt es später bessere Waffen, aber halt, dass man wirklich nur in 4 Richtungen angreifen kann, aber Gegner hat, die zum Teil richtig groß sind oder gefährlich sind. Man erhofft sich eigentlich, dass man das irgendwie anders spielen kann. Aber hier ist wirklich der Fall, dass ich mit meinem Schwert hingehe, einen Schlag hinsetze, wegrollen muss, warte, bis der seine Attacke macht und dann halt immer und wieder das vor und so zurückzumachen. Also, ich hoffe, dass man da wirklich bessere und besondere Waffen finden kann. Aber im Endeffekt muss man leider wieder mal die große Sache anmerken. Und zwar die Frage, warum sollte ich Moonlighter spielen, wenn The Binding of Isaac, Enter the Gungeon und Co. existiert? Das klingt fies, klar, man spielt nicht ein Spiel Milliarden von Stunden, klar. Aber halt, die Frage ist natürlich trotzdem, bietet das Spiel etwas, dass es lohnt zu spielen? Selbst wenn man The Binding of Isaac 1000 Stunden gespielt hat, man möchte sich trotzdem danach kein neues Spiel antun, was in Kategorien schlechter ist. Und das ist meines Erachtens so das Problem. Und wenn dann jemand wirklich kommt und sagt, ich bin neu zu diesem Genre, soll ich Moonlighter spielen, würde ich vermutlich in den meisten Fällen eher ein anderes Spiel als erstes empfehlen. Einfach weil das, was es hier bietet, nicht so gut wie die Konkurrenz ist. Und klar, das ist mein erster Eindruck. Das könnte sich also ändern, vielleicht spielt sich das Spiel besser, aber halt, das, was ich gesehen habe, kann ich einfach nicht empfehlen. Und ich empfehle wirklich, sich die Steuerung vielleicht nochmal anzupassen. Und da will ich einfach mal gemeinsam gucken, was kann man denn machen? Main Attack. Main Attack würde ich ganz gerne woanders hinlegen. Dass man wirklich vielleicht sagt, man tut das Ganze mal auf X oder ähnliches. Pendant Shortcut. Da würde ich auch ganz ehrlich sagen, das tut man woanders hin. Meine Frage zum Beispiel ist auch Move. Warum ist Move D-Pad angezeigt worden, wenn man aber den Stick nutzt? Also da hätte ich es ganz cool gefunden, wenn man gesagt hätte, man würde einem die Möglichkeit geben, das aufzuteilen, dass man den Stick und die D-Pad-Sachen hat. Weil ich hätte es ganz cool gefunden, wenn man sagt, man tut Inventory zum Beispiel auf hoch vom D-Pad, Chain, sagen wir mal, Potion auf runter, Map auf links oder rechts. Also ich denke, man hätte hier wirklich mehr Optionen auch einem hier noch in den Controls bieten können, um noch ein bisschen besser das machen zu können. Denn das gefällt mir nicht. Deswegen, ich persönlich bin immer noch ein Fan, der Inventar eigentlich, oder Inventory, auf Start zum Beispiel hat. Aber was wurde jetzt hier Start genutzt? Start ist, glaube ich, einfach nur hier dieses Optionsmenü. Das zwar nachvollziehbar ist, aber also, interessant. Klar, Controller hat nicht viele Tasten, aber man hat sich hier selber nochmal so ein bisschen limitiert. Was meines Erachtens nicht notwendig war. Okay. Ich bin hier tatsächlich für Informationen und Feedback offen, was ich hier übersehen habe, was ich hier nicht missverstanden habe, oder was ich missverstanden habe. Denn
Es ist ein Spiel, das insgesamt ganz interessant wirkt und auch gut aussieht, aber der Rest hat mich einfach nicht umgeworfen. Und klar, da ist einfach nochmal ein Punkt, den ich dann doch noch anmerken muss, gerade was das Kampfsystem betrifft. The Binding of Isaac und Enter the Gungeon sind natürlich andere Kaliber, weil man mit Fernkampfwaffen arbeitet. Aber auch da zum Beispiel, da ist ebenfalls so wichtig anzumerken, das Spiel empfiehlt, dass man ein Gamepad nutzen soll. Okay, zeig mir mal bitte die Controls für Tastatur. Oh, yikes. C zu... Oh boy, das Spiel hat so überhaupt kein durchgedacht, was man machen muss, wenn man Keyboard nutzt. Main Attack of Y. Pendant of L. Secondary Attack of K. Ich sehe, was sie tun. So ist nicht, aber halt... Also ich denke, auch hier sieht man ganz klar, warum gerade sowas wie The Binding of Isaac und Enter the Gungeon und Co. besser funktioniert, weil es halt WSAD und Maus nutzt. Dass ich nicht... Okay, also ich kann Sachen auf die Maus legen. Das ist also nicht unmöglich. Okay, also... Es gibt Möglichkeiten und ich würde sogar tatsächlich, ich weiß nicht, ob es wirklich empfehlenswert ist, aber ich würde ernsthaft zumindest überlegen, ob man nicht eher guckt, dass man das auf der Tastatur spielt. Und das liegt natürlich auch so ein bisschen daran, dass ich gerade spiele, wie halt nochmal The Binding of Isaac, so besser spiele. Aber vielleicht dadurch, dass man vielleicht keine Fernkampfwaffen hat, braucht man es nicht. Das ist natürlich auch eine gute Option. J, um Sachen zu platzieren, what the? Warum liegt das nicht auf E? Also, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass man hier so einen ganz speziellen Entwickler hatte, der seine eigene Art hat, Sachen zu spielen. Und der hat das dann irgendwie in dieses Spiel reingezwungen. Also, das wirkt sehr, sehr merkwürdig. Ebenfalls, ich weiß, es ist so eine Kleinigkeit, aber dass ich meine Waffen nicht hier nutzen kann, finde ich schade. Aber Rolle ist trotzdem auf Space. Also, da wurde dann doch schon so ein bisschen mitgedacht. Okay, also... Ich fange an zu nitpicken, das will ich natürlich auch wieder nicht, aber halt, wir kommen zum Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich und bis dann.